Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Puss und Art Attack. Mein Name ist Glabur. Wir machen hier gerade unseren Putzraum weiter. Putzkammer. So. Das ist unsere riesen Putzkammer. Logistik. Und 20 Leute können jetzt putzen gehen. So. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Leute, da stationieren wir auch einfach mal ein. Wir haben genug freie Leute, die rumlaufen. Ja, da bin ich gespannt bei der nächsten Arbeitszeit, wie es dann ist mit der Putzkammer. Ob wir da wirklich viel, viel mehr Leute haben. Ich bin schon überlegen, mal eine Trennwand zu ziehen. Das werden wir jetzt mal machen. Ja, vielleicht kriegen wir nämlich zweimal. Leute. Das wäre nämlich auch sehr cool. So. Da hat er wieder einen Fehler gemacht. Demontieren bitte. Wo ist denn jetzt die blöde... Da. Das ist eine Putzkammer. 16. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann hätten wir jetzt hier gerne die Tür. So. Und dann hätten wir ja gerne hier auch nochmal die Putzkammer. Und nochmal 16. Also hätten wir 32. So haben wir auf jeden Fall einen Plus gemacht. So. Kommen hier ein paar Kabel hin. Stationieren tun wir den im ersten Raum. Das sollte dann schon ganz okay so sein. Jetzt haben wir 32 alleine für die Putzkammer. Oh, guckt euch das hier oben mal an. Was ist das für eine Scheiße? Hier gibt es wieder einen Ausbruch. Mit 100%igkeit. Razzia. Mit 100%igkeit ist hier wieder ein Durchbruch. Mal guckt euch das hier mal an. Der findet einen nacheinander. Okay, da läuft das Stromkabel durch. Da, sieht das? Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn gewesen. Nur so eine Scheiße. Kann man denn dafür auch eine andere Bestrafung machen? Zerstörung, Fluchtversuch. Isolation für 7 Stunden.
Isolation für 30 Stunden. Ich erhöhe jetzt alle Strafen. So. Mal gucken, ob wir das damit hinbekommen. Könnte ja sein. Vielleicht klappt das ja. Haben wir jetzt wirklich so viele... Hier ist voll der Bär los, Leute. So muss das sein. Ja, und die sind wirklich alle hier volle Pulle am Laufen. Und der Knast sieht wirklich... Ist wirklich sauber. Ja, das ist ja das, was wir wollen. Dass der Knast sauber wird. Und wenn der Knast sauber ist, dann wird's lustig. Aber dann ist es lustig, weil dann haben wir endlich mal einen sauberen Knast. Ja. 35.000 haben wir schon. Kohle läuft. Und die laufen hier immer schön durch, machen hier alles schön sauber. Gefällt mir. Ja, schön am Bügeln. Ja, mach mal schön weiter. Ja, wird auch Zeit, dass du mal was tust hier. Waschmaschine läuft nicht. Keine Dreckwäsche oder was? Hier ist alles sauber. Wenn wir hier mal noch und dann hier noch mal zwei Bügelbretter hinstellen. Oder zumindest eins. So. So, dann gibt es nämlich hier mal ein bisschen mehr. Dann können sie hier noch ein bisschen mehr tun. Tun, 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 tun. Ja, und hier machen, lassen wir vielleicht die freie Fläche, würde ich sagen. Hier müssen wir nur noch auf Gehweg updaten. Ach, können wir gar nicht. Guck mal, das funktioniert nicht. Okay. Ach, wir haben ja gesagt letztes Mal, wir hätten gern noch einen Billardtisch. So. Und ich habe gesagt, ich hätte gern noch ein paar Fernsehgeräte. Weil die ständig voll sind. So. Dann sollte das Problem nämlich auch beseitigt sein. Mal alles ein bisschen aufstocken hier im Gruppenraum. Das sollte, glaube ich, nicht so ein großer Fehler sein. Uns fehlt immer noch zwei Stück. Was fehlt uns denn? Das Essenszeit 66% erst. Ja, wahrscheinlich, weil hier eine absolute Knastsitzung ist. Hier ist absolut, ja, Strafsitzung. Aber warum sind die Türen nicht zu? Keine Ahnung. Denn die Wachen wohl schon wissen, was sie tun. Mal, das wären mal wieder weniger, dann wären es wieder mehr, ne? Ist schon ein bisschen komisch gerade hier. Hier sind viel zu wenig Abflüsse in dem Raum. Wir werden das einfach mal erhöhen. Weil wenn ich den anderen Knast noch dazu baue, sollten wir auf jeden Fall genug Duschköpfe, sodass die Leute wirklich duschen gehen können in Ruhe und dies und jenes. Und sonst baue ich das nochmal anders.
für hohes Risiko war ich schon überlegen, ob die nicht ihre Duschen in ihren Zellen mit drin hätten. Das war fertig. Das haben wir. Ein paar Kackhäuser könnten hier noch hin. Toiletten. Wo sind sie? Wenn ich hier den Duschkopf habe, müssten doch hier auch die Toiletten sein. Verdammte Axt. Da. Ich glaube, ich kann nie. Na komm. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Alles klar. Guckt euch das mal an. Wir sind konstant am Bauen und trotzdem, jetzt werden die Lieferungen nicht vollgeproppt, ne? Junge, 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 so geht das hier nicht weiter, du. So, alles schön am Profen. Uns fehlen immer noch zwei. Einer. Da. Der, untersucht den doch. Früher konnte man die da hinschicken und dann haben... Ah, jetzt. Ja. Geschafft. Boah, endlich. Ja, wie sieht es jetzt hier aus? Es ist noch schlafen, gleich ist duschen. Toiletten in dem anderen Raum sollten erledigt sein. Auch mit Rohren, komplett verlegt, alles sehr schön. Hier haben wir eigentlich auch genug Toiletten. Sonst ziehen wir hier nochmal eine Mauer rein und dann wird hier nochmal komplett in Toiletten investiert. Also immer dieses Stück mit einer Mauer. Gucken, wie das aussieht. Wenn ich jetzt so eine Mauer ziehe, bis da. Dann da. So. Komm, liebe Mitarbeiter, lauft mal. Ja, bewegt euren Arsch. Es ist eh Duschen wieder angesagt. Alle gehen kacken. Ja, Donnerwetter. Sie bewegen sich. Toiletten ist eine Mangelware, glaube ich. Echt? Alter, hier wieder überall irgendwelche Scheiße. Die buddeln sich hier wieder durch. So. Dann haben wir die Toiletten jetzt wirklich nochmal extrem erhöht. Extrem erhöht. Etwas erweitert. So. Toiletten erweitert. Aufgabe erfüllt. Hier wird der nächste Gang sein, nach oben. Mit 100%igkeit. Deswegen. Schicken wir da die auch mal lang. Ja, zwischen den Gängen sollen die auch mal gucken. Kann man die eigentlich auch hier draußen lang schicken, am Rand? Weil die brechen ja meistens hier aus. Vielleicht finden wir dann ja auch mal das Loch.
So. Können wir denn noch ein paar Hunde einstellen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir haben nur 9 Boxen. Wir brauchen noch so ein paar Hundeführerboxen. Da habe ich natürlich jetzt einen Fehler gemacht, aber ist egal. So, dass die Tiere wirklich alle in diesen Käfigen liegen können. Mir geht es darum, dass der... dass hier wirklich welche langlaufen und ein bisschen aufpassen. Falls es da ein Loch gibt, sollte der Hundeführer den ja eigentlich sehen. Oder das Loch dann entdecken, besser gesagt. Gehe ich jetzt zumindest von aus. Ob das dann wirklich klappt? Keine Ahnung. Okay, hier geht's. Oh, oh, wir haben einen neuen Lehrling. Na, ist der denn zu doof oder kriegst du das denn hin, mein Freund? Hä? Wir haben wieder kaum Holz. Könnt natürlich hier auch nochmal extrem abholzen. Dann machen wir mal. Ich brauche Holz für die Mitarbeiter. Ich muss hier Kohle verdienen. Und nicht nur diese blöden Teilnummernschilder und so einen Scheiß machen. Ja, das reicht erstmal wieder. Hauptsache, wir haben so ein paar. Weil hier wächst ja auch konstant was. Geht einfach nur darum, dass die hier Holz haben. Sonst kriege ich hier echt einen Rappel. Ah, da läuft jetzt der Hundeführer. Jetzt sieht man ihn auch mal. Ach, guck mal, der läuft auch da lang. Guck dir das mal an. Das wollte ich nämlich jetzt mal ausprobieren. So. Jetzt sollte das nämlich vielleicht funktionieren. So, dass hier oben schön aufgepasst wird. Und vielleicht entdecken wir dann auch jedes Mal die Löcher. Ja, das könnte ja sein. Ich will mich halt jetzt nicht festlegen dabei, aber vielleicht funktioniert es. Abwarten und Tee trinken. So, das hätten wir. Hier haben wir ein paar Fernseher gebaut. Wir haben jetzt 37.000. Ich verplemper ganz schön viel Geld mit meinem nebenbei bauen. Hier ein bisschen bauen, da ein bisschen bauen. Da geht schon ziemlich viel Kohle gerade bei drauf. Hier werde ich jetzt nochmal ganz kurz Abflüsse bauen. Das gefällt mir noch nicht so. Da sieht das richtig nice aus. Ja, aber wenn ich die jetzt direkt da drunter baue, funktioniert es ja auch nicht. Also funktioniert das nicht. Blöd. Oder funktioniert das jetzt, wenn man die direkt da drunter baut? Probiere ich hier jetzt mal. Vielleicht haben sie das ja auch behoben. Es ging ja eine Zeit lang nicht. Wo ich das Spiel zuerst gespielt habe, da ging das halt nicht. Deswegen, abwarten. So, ich sage erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Pursen Art Attack. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis denne. Tschüss.